Ja, und somit hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt anlässlich der diesjährigen Tour de France 2012, das Spiel Le Tour de France Saison 2012. Der offizielle Radsportmanager heißt es, glaube ich, konkret. Und ich weiß ehrlich gesagt gleich mal vorneweg nicht, warum das Intro in so einer verschissenen Auflösung ist. Das Spiel hat damit eh ein bisschen Probleme, habe ich so das Gefühl. Ihr seht, ich habe auf 1000 blablabla, bla bla, wie immer halt. Ich kann entweder Anti-Aliasing, wie man auch immer, auf 8 machen, also Vollgas. Oder Bewegungsunschärfe, Schärfentiefe, 3D-Wolken und morphologisches Anti-Aliasing. Also entweder auf 8-fach oder diese 4 Dinger. Und ich habe mich jetzt für diese 4 Teile entschieden. Ich weiß nicht warum, aber ist es ja auch wurscht. Ja, zum Spiel. Was soll man da groß dazu sagen? Ist es Tour de France? Ich denke, der Großteil von euch wird Tour de France kennen. Ist, wie ich gesagt habe, Radsport. Sieht man ja auch hier schön an dem Manschgal. Und das Spiel wird, glaube ich, noch blinder als blind. Ich habe es mir jetzt vorhin gekauft und gleich, bevor ich, also ich habe gestartet mal, habe die Einstellungen genommen und bin wieder raus und habe die Aufnahme gestartet. Ich habe hier noch nirgends drauf gedrückt. Ich weiß zwar auch nicht, warum hier Laden steht, aber hier ist nichts. Ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt halt einfach mal an, was es hier so gibt. Muss ich zurück. Also es gibt hier Einzelspiele. Hier bestreiten Sie eine Partie im Einspielermodus. Vertiefen Sie sich in die Feinheiten des Teammanagements oder springen Sie sofort ins Rennen. Letzteres hat keine Auswirkungen auf Ihre Karriere als Teamleiter. Dann gibt es Armada. Stellen Sie Ihr Team zusammen und erweitern Sie es dann im Laufe der Zeit zu einer Armada an Fahrern, um es mit den besten PCM-Spielern der Welt aufzunehmen. Online-Bahnen. Fordern Sie Spieler aus der ganzen Welt zu einem Bahnradrennen heraus. Ja, ich finde, es hört sich ja wohl danach anders wie Einzelspieler. Man wählen Sie ein Rennen und eine Mannschaft und los geht's. Hier können Sie ohne Planung der Fahrerfitness an jeder beliebigen Etappe teilnehmen. Dann gibt's die Karriere. Übernehmen Sie die Leitung eines der 81 Teams im Spiel und führen Sie es an die Spitze des Radrennsports, so rum. Verpflichten Sie hoffnungsvolle Jungtalente, trainieren Sie Ihre Fahrer und bereiten Sie diese auf die großen Rennen vor. Sichern Sie den finanziellen Erfolg, indem Sie bei Ihren Sponsoren einen guten Eindruck hinterlassen. In diesem Modus erleben Sie die meisten Aspekte des Spiels. Die Etappe, wählen Sie ein Rennen und die eine Mannschaft und los geht's. Sie können, ach, das hatten wir ja gerade schon. Dann gibt's die Bahn. Messen Sie sich in 7 verschiedenen Disziplinen mit den größten Bahnradprofis. Sprinten, was soll das denn heißen? Kirin oder so? Ausscheidungsrennen, Scratch-Punkte-Rennen, 200 Meter Zeitrennen oder Omnium. Keinen Plan, was letzteres ist. Genauso wie zweites. Okay. Die Klassiker. Wählen Sie ein Rennen und eine Mannschaft und los geht's. Hier können Sie ohne Planung der Fahrerfitness an jedem beliebigen Klassiker teilnehmen. Okay, dann das Etappenrennen. Wählen Sie ein Rennen, eine Mannschaft und los geht's. Hier können Sie ohne Planung der Fahrerfitness an jedem... Etappenrennen und nur Etappe ist wohl so ziemlich das gleiche, nehme ich an. Aber ich würde mal sagen, wir fangen Karriere an. Halte ich jetzt für am sinnvollsten, da das andere alles so kurz ist. Und es sollte ja was Längeres hier werden. Habe ich mir zumindest vorgenommen. Okay, sorry Leute, ich musste nochmal kurz beenden, da mir der Ton ein bisschen zu laut vorgekommen ist. Ich hoffe, dass es jetzt für euch besser ist und da ist mir gekommen, warum sollten wir eigentlich eine kleine Karriere anfangen, wo es 1000 Sachen gibt, wo man beachten muss. Warum suchen wir nicht einfach mal nach, dass wir nur am Anfang mal die Tour de France fahren an sich. Das wäre, glaube ich, doch noch ein bisschen gescheiter. Müsste bei Klassikers sein, denke ich. Okay, wohl habe ich mich da geirrt. Etappenrennen mit mehreren Etappen oder nur eine Etappe, also wenn dann hier. Warte, noch Verbindung. Ah, da ist es ja gleich. Tour de France. Da hier der Prolog. Und ich habe dann gerade auch nochmal, hier ist Cadel Evans. Hier, seht ihr das? André Stark, Franco Stark. KPR Vents, das ist voll für den Arsch. Die haben nicht die Lizenzen für das BMC, aber dazu gleich mehr. Ich würde sagen, dann fahren wir jetzt einfach mal die Tour als Anfangsding. Tour.
Doppelklick. Passt. Weiter. Genau, und jetzt hier kann man, wählen Sie ein Team aus. Also hier kann man ein Team auswählen. Stellt euch vor. Dann gibt es hier Team. Zufällig mit Nutzer definierte Blob Teams. Die, wo dabei sind bei der Tour. Einschätzung. Und jetzt gibt es hier komischerweise Radio Cache Sun. Eigentlich sollte es jetzt hier nicht mehr stehen. Eigentlich sollte jetzt hier stehen Radio Shack Nissan Track. Das ist nämlich der korrekte Name. Genauso wie ihr hier zum Beispiel auf als DSC sieht, ist die nach Stärke sortiert. Fabio Carbonara, Franco Stark, Andrew Stark ist falsch, total falsch, auch falsch. Okay, dazu muss ich sagen, es heißt wie gesagt Radio Shack Nissan Track und nicht Radio Catch Sun. Fabio Carbonara ist in Wirklichkeit Fabian Cancellara, Frank Schleck, Andy Schleck, Andreas Klöten, Daniele Benatti, was weiß ich, hier Jens Vogt, hier der älteste Tourteilnehmer übrigens mit 40 Jahren, genauso wie COM Cycling Team ist eigentlich BMC Cycling Team. Dann hier auf Cape Evans ist ein Australier namens Cadel Evans. Naja, das ist ehrlich gesagt wegen Scheiße. Da ist es dann komischerweise wieder alles richtig. Also mit Mark Cavendish, Bradley Wiggins, Juan Antonio Fletcher, Chris Froome. Übrigens hier, Chris Froome, derzeit Zweiter auf der Jagd nach dem gelben Trikot. Bradley Wiggins, Number One. Den dritten zeigen wir euch auch noch. Den zeige ich euch auch noch. Vorausgesetzt, ich bin Liquidas. Liquidas hier, Vincenzo Nibali. Ist derzeit auf Platz 3. Und ja, letztes Jahr haben wir ja eben gesehen, hat der gute Cadel Evans gewonnen vor Andy und Frank. Ich habe die eigentlich, also wenn man auf das Spiel geht, muss ich dazu sagen, da kann man so einen Editor öffnen. Ups, sorry. Und bei dem Editor, Mikrofon runtergerutscht, bei dem Editor, da konnten wir die Namen und so ändern, aber irgendwie hat es das scheinbar nicht so ganz übernommen, leider, scheiße. Also das wären jetzt halt rein theoretisch alle Teams, wo dabei sind. Hier zum Beispiel auch Astana mit dem guten alten Alexander Vinokurov, das ist auch älterer Mann mit 38 schon. Es gibt, also sind auch schon viel Alte dabei, aber es gibt auch Jungprofis. Ich weiß gar nicht, da... Oh, Alberto Contador fährt noch mit. Okay. Das ist jetzt natürlich komisch. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, nachdem er dieses Jahr nicht dabei ist. Ja gut, aber... Beiden sind auch nicht dabei. Einer wegen Doping, glaube ich. Der andere wegen Krankheit. Oder so. Aber das mit dem DSCs, glaube ich, ist eh ein wenig, ja, seltsam gemacht. Weil... die zwar definitiv stärker sind als er, aber wo hat denn der seine bevorzugte Rennen, Tour de France, Rondo Flandern, Paris-Roubaix, hier Ebene ist er 84 einfach, der ist schon stark auf der Ebene, aber das ist halt ein Zeitfahrer, wie man hier sieht, Puncheur heißt Kämpfer, nehme ich jetzt mal einfach an, Etappenfahrer und Zeitfahrer und Sprinter sind die fünf Teile, wo es gibt, aber ich bin eigentlich, muss ich sagen, ein Fan vom Contador, ich weiß nicht. Hier Tom Bonen, ist auch gut, Levi Leipheimer. Nachdem der Armstrong aufgehört hat, ist es ja irgendwie alles auseinandergegangen. Aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob wir vielleicht von Anfang gleich mit so einem Team anfangen können. Warte mal, 81, 75 und 74. Schau mal an, da ist der Zweitbeste, so stark wie Danny, ihr Siebter. Das ist halt schon ein riesen Unterschied. Ich würde sagen, wir fangen trotzdem für den Anfang mal mit Radio Cache an. Ja, halte ich für sinnvoller. Oder vielleicht doch mit. Ja, ne, wir fangen jetzt einfach mal an. Und dann schauen wir, was dann so passiert. Also Rennsieger bei der Tour de France. Letztes Jahr Cadel Evans vom Andy Schleck. Vom Frank Schleck. Danach kam der gute alte Thomas Vöckler, Samuel Sanchez, Koningo, Ivan Basso,
haben wir es denn jetzt? Jean-Christophe Perrault, Pierre Rolland. Ich kann Französisch nicht so. Jérôme Goppel, aha. Oma hier. Oder Oma Sobelia, auch ein klasse Fahrer. Hier Sprint ist Mark Cavendish gewesen. Ja, von Kate Evans, aha, okay. Samuel Sanchez, ja, okay. Wo geht es jetzt hier weiter? Ah, hier können wir uns mal die Etappen durchschauen. Also die ersten werden wahrscheinlich ja ziemlich langweilig werden. Ich denke, so, also 17. ist extrem geil. 16. ist wieder total öde. Und die 18. die war heute. Die war heute. Genau dieselbe war heute. 19.7. Da nehme ich auf. Sehr geile Etappe. Leider ist, finde ich, aus der Tour. Naja. Ich will es mal noch nicht so viel sagen. Klassement. Okay, ich muss mich hier wegen durchdrücken. Ich habe das 2011 hier noch rumfahren. Rumfahren? Haha, Wortwitz. Aber damit habe ich mich nie allzu groß beschafft. Ja. Was soll ich sagen? Wir nehmen mal... Jetzt gehen wir mal hier auf. Schauen wir, wer sind unsere fittesten Männer? Oh, Frank Schleck, ganz klasse. Klöden muss mit. Deutscher muss unbedingt dabei sein. Dann haben wir hier... Ja, Kanschelader muss mit sein. Scheiße, was ist denn im... Oh, Jens Vogt ist ganz schade, dass der unter Frank... Andy Schleck... Auch kacke, dass der so schlechte Form hat. Hm, naja, okay. Ich sage, dann gehen wir noch auf DSC. Schauen wir mal. Was ist das denn für einer? Gehen wir auf den Namen. Kyle Harper. 66 Kilo, das sieht mir für einen Bergfahrer aus. Ja, hier Berge, Hügel. Mhm. Lieblingstemperatur, warm, heiß. Okay, ist ein beschützter Fahrer. Ich würde sagen, den nehmen wir auch mal mit. Ich weiß leider nicht, wie der wirklich heißt. Benatti müsste ein Sprinter sein, wenn ich mich nicht irre. Ja, hier Sprinter mit Beschleunigung und Sprinter ist gut. Nehmen wir auch noch mit. Wie viel Fahrer? Ups. Ja, hallo. Wie viel Fahrer dürfen wir mitnehmen? Steht es jetzt? Ah, 6 Fahrer eingeschrieben. Zwischen 9 und 9 Fahrer anmelden. Also genau 9. Oma Sobelia muss auch mit. Ganz klar. Linus Gerdemann ist auch ein deutscher Sprinter. Ne, kein Sprinter. Er ist halt ein edler Wasserträger. Mozart, schauen wir mal, was ist das denn hier noch für einer? Er ist auch Mengen mehr auf Sprint ausgelegt. Status Sprinter, okay, Wasserträger Sprinter. Was haben Max Couffon? PRL, keine Ahnung. Prügler? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Die Maus, die hüpft ein bisschen und zittert, das ist komisch. Piconolo. Okay, jetzt nehmen wir einfach DSC wieder und dann nehmen wir noch die zwei besten, wo dabei sind. Der, dieser und dieser hier. Oder gibt es hier noch einen, wo man kennt? Leider nicht so. Jens Vogt sollte eigentlich auch dabei sein, Kollege ist, gell? So, dann kommt hier der Venus, was weiß ich, Hermann, für was ist denn der, soll der gut sein? Ist ein beschützter Fahrer auf jeden Fall. Ein bisschen hügelig kann er. Und was schauen wir, was der so im Hügel kann. 77 hat eins mehr, also wird der wohl noch eher zum Ausreißen gedacht sein wie der. Und der Jens Vogt, der ist halt einfach cool, der Kerl. Ich finde es klasse, der ist hier 40 Jahre alt, wird trotzdem mitfahren. Ist auch noch glücklich. Das ist natürlich perfekt und sowas. Hat leider nur den Status Wasserträger, aber okay, solche Leute brauchen wir halt dummerweise auch. Gibt es jetzt hier Fähigkeiten? Ja, mehr gibt es hier auch gar nicht. Dann gehen wir gleich mal weiter. Okay. Schnelle Simulation, detaillierte und 3D-Rennen. Ich würde sagen, wir sind jetzt hier bei, ja, 15 Minuten ungefähr, bald. Was ist das? Ach, das ist ein Zeitfahren. Das hätten sie mir vielleicht mal ein bisschen besser zeigen sollen. Gehen wir jetzt nochmal zurück. Das ist, ja, das ist 6 Kilometer langes Zeitfahren. Okay. Die sind dabei alle, das ist okay. Warte, schauen wir mal an. DSC, ob sich nicht zufällig was verändert hat. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt mal auf Zeit fahren. Schauen wir mal. Okay, was ist das hier? Konfiguration, Fahrer. Ah, da kannst du speziell für die Fahrer was aussuchen. Okay, aber wir fahren eh alle mit dem gleichen Fahrer, würde ich sagen.
Rahmen, Vorderrad, Hinterrad, Helm. Okay, wir suchen uns erstmal Siatec. Hat 6 Sterne auf Zeitfahren. Okay, das ist scheißegal. Was nehmen wir? Das schaut am besten aus. Ja, ich finde den weißen ganz lässig. Ein Vorderrad. Gibt's da keine Zeitfahrräder? Ach, Zeitfahrräder gibt's, glaube ich, nur hinten. 5. Hat 6 auf Ebene und 4 auf Zeitfahren. Also ich glaube, das ist Speedy, ist besser das Beste. Jo, dann nehmen wir den Oxo Speedy. Ein Hinterrad, ja, das ist hier perfekt, glaube ich. Jo. Ach, ist sogar das Zeitfahrzeichen dort, ja, und das ist auch. Hat auch 6 hier. Ebenso 6. Jo, das ist wurscht, dann nehmen wir den da mal. Und ich würde sagen, ich habe jetzt zwar keinen Plan, wie man Zeitfahren fährt, aber ich würde sagen, das machen wir einfach einmal. Jens, ja, genau, ich glaub's gleich. Andy Schleck ist unser Kapitän. Oder machen wir einen Frank Schleck als Kapitän? Ja, Frank Schleck sieht mir besser aus mit allgemein mit Fitness und mit dem Durchschnitt und mit der Moral und allem. Daher ist das Andy aber trotzdem freigestellt. Cancellara ist definitiv Wasserträger. Kyle Harper ist keine Ahnung, was der darstellen soll, frei. Benatti ist ein Sprinter und die drei sind Wasserträger. Ne, dann stellen wir den Oma Zubeldia. Oder nein, jetzt stellen wir den mal frei und schauen mal, wie der Zubeldia fährt. Und danach, ja, würde ich sagen, gucken wir halt einfach mal weiter. Okay, das wird jetzt gleich der Intro, wird eine lange Folge und ich würde sagen, so passt es. Ja. Nebenstraßen, Kopfsteinpflaster, unvorhersehbare Wetterbedingungen, Hügel und Kurzanstiege sind die Kennzeichen der Nordklassiker und fordern viel Erfahrung. Steam Reed. Favoriten hier, unser Carbonara. Ich habe hier dummerweise leider keine Maus. Ja, aber hier, Favoriten seht ihr ja. Wiggins, wie ich gesagt schon habe. Wie ich schon bereits erwähnt hatte, ist er ja derzeit Erster. Okay, Contador ist auch natürlich Außenseiter, nicht zu unterschätzen. Frau Sanchez, Klasten. RNT sind übrigens wir. Glaube ich, ja, sind wir mit Carbonara. Das kotzt mich irgendwie an, dass das so scheiße dasteht. Das wundert mich halt doch irgendwo auch. Bis das hier alles lädt, das ist ja Katastrophe. Ich denke mal, es liegt auch daran, dass ich alle auf volle Einstellungen habe, so hoch wie es ging. Erfolgreiche Fahrer verlieren äußerst ungern, ja, das ist mir ja auch klar. Das ist wie beim Zocken. Okay, also wir haben jetzt hier trotz alledem Kommentatoren. Okay, Lieke. Was ist das hier? Okay, jetzt kann man hier... Ah, okay. Das ist jetzt der erste Fahrer wahrscheinlich. Yannick. Okay, da kann man jetzt zwischen den Fahrern hin und her schalten. Was da zum Drücken gibt, das ist halt noch die Frage. Okay, hier können wir ins Ziel springen. Da sind die Fahrer. Leon Sanchez, auch bekannter. Alexander Vinokurov, auch sehr bekannt. Was ist hier? Ich würde halt mir... Ah, okay, da sind noch Schalterchen. Fahren wir die alle mal... Was bleibt das jetzt da? Nicht draußen? Ah, halt! Okay, hier kann man jetzt irgendwie die Geschwindigkeit, glaube ich, einstellen. Das weiß ich halt nur nicht ganz, was das bringen soll. Ich würde halt ganz... ungern da den Start von meinen eigenen Männern verpassen. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie man hier zum Ziel kommt wieder. Zum Anfang. Ich kann hier nicht die ganze Zeit zurückdrücken. Okay, jetzt müssen wir uns erstmal hier, was ist das? Gibt es jetzt keine Anzeige? Was ist das? Farben ändern. Keine Ahnung. Sag ich, dass es das nicht anzeigt, deswegen bescheuert. Ich denke mal FX. Das hier sieht am realsten aus. Realsten. Keine Ahnung, was die Knöpfe hier bedeuten. Okay.
Das ist... Ah, okay, hier, das ist die Unschärfe. Und das ist total scharf. Und hier tut sich meiner Meinung nach gar nichts. Wenn es einer von euch weiß, was das für Knöpfe sind hier. Ich glaube, das hier ist Tiefenunschärfe oder so. Bewegungsunschärfe. Und das, keine Ahnung. Ich lasse es jetzt einfach mal beides so. Hier fürs Auge. Okay. Hier haben wir... Genau, okay, sehr schön. Kann ich mich jetzt hier bewegen? Nicht. Helikopter ist natürlich auch cool. Okay, und ich kann hier mit den Leuten, mit dem Pfeiltasten, kann ich hier durchswitchen. Okay, hier ist das für einen Sprint wahrscheinlich. S ist immer Sprint. Ah, hey, das ist mein Mann. Hier, da war er. Da, er fährt gleich los. Ich habe doch keine Ahnung, was ich jetzt machen muss. Was ist das da? Ich habe schon mal gespielt, wie gesagt, aber auch nur ganz ein bisschen. Oh, was? Das hier weiß ich noch, das war die Tagesform von minus 3. Ey, der hat jetzt aber hier nur 6 Kilometer zu fahren, dann schür mal, Kollege. Ich denke mal, das wird schon so sinnvoll sein. 83er Stärke ist eingestellt, minus 3 Tagesform, 182er Puls. Ach, der wird schon wegen... Der wird schon wegen können. Dann lassen wir den jetzt einfach mal kurz wegen fahren hier. Und schauen uns auch mal das an der Seite ein bisschen an, dass ich das hier auch verstehe. Das, so sieht es doch gut aus. Wer ist denn dahinter? Van Gordon. Fahren die irgendwie anders? So, wir sind jetzt hier im Zielsprint. Ja, sehr gut. Haben wir irgendeinen besonderen Platz? 33 Sekunden haben wir Rückstand. Glaube ich zumindest. Hier den Chris Anker Sørensen war doch hier. Da, den kennt man ja auch. Ich weiß bloß nicht, warum ich nicht sprinten konnte. Aber okay. Hm. Sade, Sade, Schokolade. Was ist das hier? Ah, okay. Hier kann man Geschwindigkeit verlangsamen und schneller machen. Aber wir lassen es mal auf normal. Was gab es denn jetzt noch hier? Der Tracks. Die Musikhintergrund, den würde ich sagen, die lassen wir einfach mal. Aber ich verstehe bloß nicht, warum wir nicht sprinten konnten mit unserem Mann. Aber ich finde es auch ehrlich gesagt wegen bescheuert, dass man hier so wenig drücken kann. So. Schauen wir uns das mal an, wer hier so gut fährt. Also der hier zum Beispiel. Speziality. Alessandro. Okay. Ribor fährt jetzt hier 47 km/h. Lassen wir das auch so fahren mal. Aber ich weiß jetzt halt echt nicht so genau. Wann unsere Leute losfahren. Das hätten sie natürlich mal hinschreiben können. Was soll das hier sein? Zeit und Fahrer. Okay, ich weiß nicht, was das ist, ehrlich gesagt. Sorry, Leute. Ich muss jetzt, brauche jetzt hier erst wegen Eingewöhnungszeit. Allein wegen dem Geschmarri da. Also doch, das ist irgendwie, dass alles ziemlich unscharf wird und so bleibt alles gestochen scharf an der Seite und so verwischt es halt. Aber was das ist, vielleicht ist das irgendwie, wenn ich weiter weggehe, so im Helikopter, dass es hier einen Unterschied macht. Ah, okay. Seht ihr? Das ist auch, das ist die Tiefenunschärfe. Boah, nein, unser Jens Vogt fährt. Jens Vogt fährt 50 km/h. Okay, kann man hier irgendwie was... Ah, da kann man auf Sprint drücken. Und hier auf Berg, okay. Hat noch 4 Kilometer. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ich gebe jetzt einfach mal ein Gas bei dem. Auf 81%. Und jetzt warten wir mal ab. 7 Minuten irgendwas ist die Zeit, die wir zu schlagen haben. Aber hier zeigt es mir gerade keine an, glaube ich, oder? Hat auf jeden Fall noch 1 Kilometer. Ich würde sagen, aber 1 Kilometer spreiseln wir. Drücken wir mal auf Spreiseln. Okay, da tut sich nichts. Ah, jetzt der Spreisel da los. 1:14. Keine Ahnung, was das bedeutet. 23 Sekunden Rückstand bloß. Okay, ist ja gar nicht so verkehrt, glaube ich. Dafür, dass wir keinen Plan hatten, was wir machen müssen.
Vor allem die Zeichen, das ist ja alles ein bisschen verschoben, habe ich so das Gefühl. Ja. Der Gute fährt hier. Oh, der schürt aber gescheit los. Freaks. Okay. Nochmal. Ah, das ist nochmal die Sprint-Dings. Okay. Die Ansicht bitte lassen. Musik. Sein, dann drücken wir jetzt hier mal ein wenig aufs Gas, dass wir hier mal, sobald unser Kerl aber kommt, wann auch immer das sein wird, dass wir dann da eingreifen können. Na, da geht nochmal eine Stufe schneller. Weil ich es jetzt ehrlich gesagt nicht so einsehe, den ganzen Leuten. Oh, da ist er schon. So, jetzt haben wir Pause-Knopf gefunden. Drücken wir jetzt einfach mal auf den Namen. Vielleicht kommen wir dann da automatisch hin. Okay, der hat noch 3 Kilometer. Aber Kollege, du kannst eh keine Zeit fahren, oder? So, gib mal Gas. Fährt auch nicht gerade sonderlich schnell. Fährt hier schlappe 50. Das schaffe ich ja auch fast zumindest. Mich würde es halt echt mal interessieren, wann's... Also wann hier unsere Leute losfahren. So, durch ins Ziel und perfekt gemacht. Franco Stark, aka Frank Schleck. Fast so schnell wie der Hammer zu Belgier, Oma zu Belgier. Jens Vogt war komischerweise schneller. Das wundert mich jetzt ehrlich gesagt. Kann man hier nicht irgendwie mit dem Mausrad? Nee. Die Geschwindigkeit ein bisschen verschnellern. Weil das hier dummerweise ja gleich weggeht, selbst wenn ich auf den Knöpfen bleibe. Weil ich müsste doch immer wegen nach links gucken, wann unser Fahrer losschürt. Ach, das sind die Plätze, wo dahinter, die verändern sich. Oh, da ist er ja schon. Wo ist er? Okay, hier. Dann setzen wir jetzt bei dem auch gleich mal. Wie viel hat er noch? 4,3 Kilometer auf 84. Ich weiß jetzt nicht, ob wir so die guten Zeitfahrer sind, aber der sitzt schon mal ruhig drauf. Nur so leichte Bewegungen. Das ist ja immer ein Zeichen von Ruhe und allem, habe ich gelernt. Mal hier hängen. Boah, nee, der Puls, der schießt ja in die Höhe. Oh, jetzt kann er auch vor allem schon nicht mehr. Das war jetzt nicht so schlau, glaube ich. Ich weiß bloß jetzt nicht, was grün und blau bedeutet, aber jetzt, das finden wir alles schon raus, glaube ich. Drücken wir hier mal wieder auf grün, vielleicht bringt's was. Ich glaube, die sprinten erst ab 500 Meter oder so, richtig? Schau mal. Und jetzt hat Mr. Sprinten, wenn er sprinten wollen würde, aber er kann wohl nicht mehr, die Pfeife. Oh, 86, das war ja mal gar nichts. Habe ich ihn wohl leider wenig überpowered. Aber am Ende kommt dann unser Chef, der auch wirklich Zeitfahrer ist. Mal schauen, ob wir das irgendwie checken. Mit dem. Oder eher nicht so. Wir können auch einfach mal da unten auf die Namen gucken. Da müsste es ja dann theoretisch auch stehen. Oh, Rui Costa. Jetzt ist er unterwegs. Hier, Andrew Klöden. So, ich habe jetzt halt wirklich, ich weiß nicht, was ich da einstellen darf und wie viel. Jetzt stellen wir mal auf 75 und auf den letzten 2 Kilometern würde ich sagen, dann drehen wir es da mal auf 85 hoch. Vorausgesetzt, die Leisten sind dann überhaupt noch vorhanden. Jetzt hat er noch 3 Kilometer, also wie schnell die Kilometer schüren, ist halt auch schon heftig. Jetzt hat er gleich noch nur 2 und jetzt gibt er mal Gas, Kollege. Ah, 85 wird wenig viel. Ne, das schafft er schon. Klöden ist doch eigentlich fit. Hat eine Form von plus 3, dann wirst du jetzt auch mal da sprinten noch können. Na, nix kann er. Okay, 27. Platz mit 24 Sekunden Rückstand. Das ist also alles dicht auf dicht. Diesmal wieder zum Anfang hier und dann diesmal machen wir wieder hier auf Zeitgas. Klöten ist weg. Jetzt muss als nächstes unser Harper kommen. Irgendwann mal. Bloß wann ist halt auch noch die Frage. Jetzt hat keinen Plan. Steht jetzt hier irgendwas Zeitfahren? Null.
Der hat Zeitfahren. Ah, jetzt steht's dort. 71. Ja, ich denke mal, der kann was. Gleich mal Gas gibst auf 75. Falls ihr dafür das Zeitfahren mal Verbesserungsvorschläge schon habt oder so, lasst es einfach raus, gell? Ich bin für jeden Tipp dankbar bei dem Spiel, da ich echt keine blasse Ahnung habe, wie das irgendwie gehen soll. Aber bei dem sieht es jetzt zum Beispiel ganz gut aus. Er hat noch 1 Kilometer und hat noch ordentlich Striche gut. Drücken wir hier wieder auf Sprinten. Okay, ich kann jetzt hier zwar den markieren, aber das war's auch. Irgendwelcher Platz? 37. So eine Pfeife. Dann ist jetzt alles nur wegen leichter. Ob wir da 8-mal... Komfort kommt als nächstes dran. Gespannt, wie es bei dem so aussieht. Jetzt da ist er. Hier ist er unterwegs. Zeitfahren ist der anscheinend sehr gut, hat 74. Das bedeutet, der kann 80 gehen. Der soll, muss 80 gehen können, sonst muss wahrscheinlich was trinken. Ja, sieht gut aus, noch 2 Kilometer und noch ordentlich was an Reserve. Jetzt hier noch die letzten paar Kurven. Die schafft er, der wird erster. Sprint oder so. Ah, das wird leider auch nichts mehr. Doch, der kann noch sprinten, der ist noch fit, der ist gut. Und was hat er? 29. nur. Scheiße, Mann, unser bester Mann bis jetzt, aber ja. Trotzdem nicht so prickelnd hier die ganze Sache. Wladimir Karpetz ist erster im Moment vor Tony Martin und Bradley Wiggins. Nächstes kommt noch unser Benatti oder so, wie der heißt. Buenatti nenne ich jetzt ihn einfach. Benatti, hört sich sinnvoller an. Ist halt doof, dass da die Lizenzen da sind. Okay. Benatti ist ein extrem schlechter Zeitfahrer. Dann lassen wir jetzt ihn einfach hier mal so durchschüren. Ich glaube, das Bild ist doch hier abgeschnitten. Oder zumindest ist es hart auf hart gepresst. Oder es kommt mir bei meinem großen Bildschirm nur so vor. Hä? Das ist natürlich auch eine Möglichkeit wäre. Okay, der fährt extrem langsamer als der Rest. Auch nicht wirklich. Ach, drücken wir es einfach mal auf Sprinten, ob der schon was kann. Der fährt hier 47. Ja, der fährt nicht schlecht, eindeutig nicht. Das passt schon, der Kerl. Ein bisschen schneller sprinten könnte er vielleicht. Aha. Schön, dass er jetzt hier anfängt zu sprinten. Und dann auch vorm Ziel aufhört. Oh Gott, 76. Hey, mei. Carbonara ist doch unterwegs. Nee, ist er nicht. Okay. Schauen wir mal, wann der losfährt. Ist ja unser... Ist ja der Top-Favorit, dass jetzt Zeitfahren gewinnt. Damino Coningo, Sanchez, Nibali, Menschow, Degent, Van der Broek, Valverde, Cavendish. Und da sind wir schon. So, auf jeden Fall, der hat jetzt hier bei Zeitfahren ja eben extrem viel mehr. Ich denke mal, das bedeutet auch, dass der höhere das Tempo für eine längere Zeit gehen kann. Auf jeden Fall da stramme Waden drin hängen. Jetzt gehen wir hier schon mal auf 80 hoch. 80 habe ich gesagt, Kollege. 181, aber ist egal, noch 3 Kilometer. Die Hälfte haben wir und die Hälfte an Energie ist verbraucht. Oder setzen wir es lieber nochmal kurz für eine Runde. So, jetzt ist hier da vorne die letzte Kilometer. Dann nochmal, gibst du jetzt hier nochmal Vollgas und sprintest noch. 191 Puls ist doch gar nichts, Kollege. Es geht hier um deinen Sieg. Ja, wir sind sogar Erster, Leute. Dadum. Einwandfrei, oder? 2 Sekunden Vorsprung, ey. Der ist doch nur perfekt. Also hätte ich mir das erste Rennen zwar nicht vorgestellt, aber ja, ist doch nur perfekt. Es kommen keine Fahrer mehr. Alberto Contador ist der letzte. Okay. Das bedeutet, wir haben das erste Rennen, wo wir gefahren sind, gewonnen. Einzelzeitfahren gewinnt sieht. Ein Einzelzeitfahren, ja nur geil. Tragen Sie das gelbe Trikot der Tour de France. Auch geil. Ja, es
So Leute, jetzt könnt ihr mal was von mir lernen. Ja. Fabian Cancellara. Nicht Carbonara. Schön. Punktewertung. Ja, wir haben jetzt logischerweise alle Trikots. Ja, warum gibt es hier dafür keinen Erfolg? So, ein Scheiß. Und das Bergtrikot haben wir auch noch, oder? Oh nee, M. Moser. Ist da auch einer von uns irgendwie dabei? Nee, leider nicht. Von der Görden. Garten oder so heißt der, glaube ich, in echt. Pölz Krüchniewicz. Omega Form. Tax. Okay, die Teamwertung. Da sind wir leider nur auf Platz 8. Hm. Ja gut. Wir haben halt nicht so die Zeitphase unter uns. Aber es ist, kommt mit der Zeit. Ja, Leute. Einwandfrei, oder? Gehen wir hier erstmal. Ah ne, schauen wir uns das mal an. So, wir sind Erster auf jeden Fall. Vladimir Kapitz. Silva Chavanel. Dritter Toni Martin. Vierter Bradley Wiggins. Und wir sind so. Unsere Team. Ach, das ist unser komplettes Team. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht sehen. Ich wollte jetzt eigentlich nach Teams sortieren. Mal schauen, was wir sonst noch so für Radio Shack hier. Erster sind wir, dann 48. 52, 60, 65. Ach Gott. Ah ja, das ist für die zwei ist es schlecht natürlich. Wenn er letzter aus unserem Team wird und eigentlich die Tour gewinnen sollte. Aber okay. So Leute, das hier ist dann unsere nächste Tour. Nächste Etappe. Ich denke, da wird noch nicht allzu viel passieren. Und ich verabschiede mich jetzt schon mal von euch. Und in diesem Sinne, gebt mir ruhig mal gerne Feedback und Tipps und Tricks und Feedback und Tipps und Tricks und alles, was ich brauchen kann. In diesem Sinne verabschiede ich mich nun von euch. Wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut und auf Wiedersehen. Ich bin's, euer Flashy. Ciao.